Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Fürchte dich nicht, das hat Jesus oft zu Menschen gesagt und das gilt auch heute noch. Er hat heute noch dieselbe Kraft und setze dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich ermutigen. Heute an dich die Frage, lebst du in der Freiheit? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir haben einen guten Freund aus Südafrika, François Dutron, und den haben wir untergebracht in einem Hotel in Karlsruhe neben dem Zoo. Im Zoo hat es Löwen und dieser gute Mensch kennt sich sehr gut mit Löwen aus. Den nächsten Tag hat er uns gesagt, ich kann euch sagen, heute Nacht hat ein Löwe gebrüllt im Zoo und ich habe verspürt, dass dieser Löwe gefangen ist. Ein Löwe, der frei ist, brüllt ganz anders. Das war für mich eine Riesenbotschaft, weil so viele Menschen, die fühlen sich eigentlich irgendwo so einigermaßen wohl, aber sie sind in einem Gefängnis. Seit dem Sieg am Kreuz ist das Gefängnis offen. Du brauchst nicht mehr gefangen sein, die Tür ist offen. Es ist wichtig, dass du zum Ausgang gehst und in die Freiheit. Denn die Freiheit ohne Gitterstäbe, ohne Gefängnis, das fühlt sich ganz anders an. Und wenn du sagst, ich komme da nicht raus, dafür wollen wir beten. Danke, Herr, dass du jedem zeigst, der noch in einem Gefängnis sitzt, das zwar offen ist, aber er sich so dran gewöhnt hat, dass er gar nicht raus möchte. Und ich danke dir dafür, Herr, für jeden, der sagt, ich möchte raus, ich möchte in die Freiheit, ich möchte die ganzen Dimensionen erleben, die Gott für mich zubereitet hat, vorbereitet hat, die ganze Dynamik, ich möchte sie erleben. Herr, ich danke dir, schenk jedem so einen Hunger. Danke, Herr. Amen. Auch heute beten wir wieder für Menschen und ihre Gebetsanliegen. Und so kamen zwei Gebetsanliegen für Knie auf WhatsApp. Das eine Mal das linke Knie und das andere Mal das rechte Knie. Liebes Gebetsteam, ich bitte Sie einzustehen im Gebet für mein linkes Knie. Es ist sehr geschwollen, weiß nicht, was es ist, ob es Schleimbeutelentzündung ist. Danke, dass ihr im Gebet einsteht. Und das andere, ich bitte um Gebet für mein rechtes Knie. Habe einen Innenmeniskusschaden, wo sich Wasser gebildet hat. Danke. Jesus, und ich danke dir, dass du diese beiden Menschen kennst. Das eine mit dem linken Knie, das geschwollen ist, wo man nicht weiß, was es ist, und beim anderen das rechte Knie mit dem Innenmeniskusschaden. Ich danke dir, Jesus, dass du diese Knie berührst. Danke, dass du weißt, an was es liegt. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch diese beiden Knie fließt. Und ich danke dir aber auch für all die anderen Menschen, die Knieprobleme haben, dass du auch da eingreifst, dass dein Heilungsstrom auch dort wirksam ist und dass jedes Knie jetzt berührt wird. Auch dieser Innenmeniskusschaden, danke, dass du auch den beheben kannst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns, ich bin so froh und dankbar, dass es eure Sendung Hoffnung um 12 gibt und habe bisher jede dieser Sendungen angeschaut. Leider habe ich schon seit langem Krebs und bekomme zurzeit Chemotherapie, die aber starke Nebenwirkungen hat. Ich habe starke Magen- und Darmschmerzen, Husten und Verschleimung. Bitte seid so lieb und betet, dass Gott mich heilt und der Krebs und die Nebenwirkungen bald verschwinden. Herzlichen Dank. Und Jesus, du kennst auch diese Frau mit diesem Krebs. Und ich danke dir, dass wir diesem Krebs gebieten dürfen, dass er eintrocknet in deiner Autorität und in deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du auch diesen Krebs ans Kreuz genommen hast. Danke, Jesus, dass diese Person, diese Frau heil sein darf in deinen Wunden und dass alle Nebenwirkungen verschwinden, ob es im Magen oder Darm ist, Husten oder Lunge, egal was es ist.
Danke, Jesus, dass diese Nebenwirkungen wirkungslos sind. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Herr bist über diese Frau. Und ich danke dir, dass auch all die anderen Menschen, die Krebs haben, dass du auch da deine Hand ausgestreckt hast und dass du jeden Einzelnen kennst. Ich danke dir, dass jeder Krebs besiegt ist und dass du auch diese Menschen anrührst, dass die Krebszellen eintrocknen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und schick uns weiter deine Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail haben wir folgendes Gebetsanliegen. Es geht mir momentan nicht gut. Sicherlich auch bedingt durch die Einsamkeit in der momentanen Corona-Situation. Ich habe starke gesundheitliche Probleme mit dem Magen und Darm. Ich möchte Sie herzlich bitten, für mich zu beten, dass ich die Schmerzen aufhören und ich Mut für meinen Alltag finde. Ich danke Ihnen herzlich. Ja, Herr, danke, dass du in dieser Person Wunderbares wirkst. Herr, ich danke dir dafür, dass Ruhe und Friede reinkommt. Herr, Magen, Darm und in die ganze Situation. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du ihr Freude schenkst. Freude über das, was du bist. Freude über das, was um sie herum so gut ist. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du der Heiler bist. Herr, ich danke dir, dass du Wunderbares tust. Und Herr, schenk auch ihr eine ganz neue Perspektive. Die Perspektive, aus der du Dinge siehst. Ich danke dir. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns per E-Mail. Guten Morgen, ich bin mit Gott leider nicht so vertraut. Ich suche gerade den Weg. Es ist mir sehr viel passiert in den letzten Jahren, dass ich mich entschieden habe, mit Gott zu leben. Ich würde mich freuen, wenn ihr für mich beten würdet, dass ich alle Schwierigkeiten überstehen kann und den Weg finden werde. Danke. Und das ist eine wunderbare Entscheidung, mit Gott zu gehen. Ja, und Gott liebt die, die suchen. Er sagt, wer sucht, wird finden. So viele religiöse Menschen meinen alles zu wissen, was Gott tut und wie er es tut und haben gar kein Empfinden mehr, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und die, die suchen, die werden ihn richtig finden. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt dieser Person so nahe bist. Herr, zeige du ihr den Weg, zeige du ihr die Lösungen, zeige du ihr all das, was sie jetzt braucht, Herr, ich danke dir dafür, dass du ihr Versorger bist und alles für sie bereitgestellt hast. Ich danke dir dafür. Lass sie es sehen. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gott, zum Beispiel Arbeitsstelle. Zur Gebetsnacht bat ich um Gebet für eine Arbeitsstelle für meine Enkelin. Trotz der momentanen Krise und manchem Verlust einer Arbeitsstelle hat sie eine neue Stelle zum 1.7.2020 erhalten. Dank sei Jesus, für den nichts unmöglich ist. Danke auch für eure Gebete. Jesus hilft auch ganz besonders in Krisenzeiten. Und eine Frau berichtet uns, ich muss euch von einem Wunder berichten. Ich hatte um Gebetsunterstützung gebeten, wie ich die Pflege meiner Eltern und meine Arbeit im Pflegedienst koordinieren kann. Jetzt haben mir mein Geschäftsführer und mein Personalchef den Vorschlag gemacht, meine Eltern als zu Pflegende, als Klienten aufzunehmen und ich könne im Hauptteil meiner Arbeitszeit die Pflege meiner Eltern übernehmen. Bis vor kurzem fehlte von meinem Vater die Bereitschaft, einen Pflegegrad zu beantragen. Über Nacht hat er sich dafür entschieden und so nahm alles eine Wendung, wie ich sie nie für möglich gehalten habe. Das ist unser Gott. Vielen Dank für euer Gebet. Wie wunderbar, wie Gottes Wege sind. Ja, das ist wirklich wunderbar. Nichts ist unmöglich. Auch wenn Menschen manchmal nicht wollen, Gott hat auch da eine Lösung. Hast du was Wunderbares erlebt? Hast du eine Heilung erlebt oder eine ganz besondere Situation erlebt, die du uns mitteilen möchtest?
dann tu es per WhatsApp. Die Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp des Tages heute. Ich hatte es von dem Käfig, in dem wir manchmal sitzen und gar nicht wissen, dass die Tür offen ist. Nimm dir jetzt mal einen Moment Zeit und überleg mal, in welchem Käfig du sitzt. Manchmal vielleicht so in der Gefangenheit von ich muss dienen oder die Kinder sind schon aus dem Haus und du musst immer noch Dinge tun, die du früher getan hast und so vieles andere mehr. Mach dir mal Gedanken und wenn du etwas findest, dann bring es jetzt vor Gott und geh aus diesem Käfig und lebe in der Freiheit. Schick uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ich möchte dir heute den Gebetsleitfaden ankündigen und wenn du ihn möchtest, dann bestell ihn einfach kostenlos. Schick uns eine E-Mail mit deiner Adresse und wir werden ihn dir umgehend zusenden. Und herzlichen Dank für dein Feedback. Wir wünschen dir einen gesegneten Wochenstart. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr sei mit dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.